Rund 6,2 Millionen Menschen mit dem Hartz-IV-Satz klarkommen. Dieser bedeutet nicht Armut, hatte der neue Gesundheitsminister Spahn gesagt und damit heftige Diskussionen ausgelöst. Führende SPD-Politiker wie Berlins regierender Bürgermeister Müller fordern nun eine Hartz-IV-Alternative, wie die Einführung eines Grundeinkommens. Doch was sagen die Betroffenen selbst? In Berlin-Marzahn lebt jeder Fünfte von der Stütze. Markus Groß hat sich dort umgehört. Die Plattenbauten von Berlin-Marzahn, eine Großsiedlung für 270.000 Bewohner. Hinter den frisch renovierten Fassaden leben mehr als 40.000 Menschen von Hartz IV. Leistungsempfänger, wie sie im Behördendeutsch heißen, über die in den letzten Wochen viel diskutiert wurde. Reicht Hartz IV zum Leben? Heißt Hartz IV Armut? Ein kontroverses Thema auf der Straße. Wenn ich eine warme Wohnung habe und mir was zu essen kaufen kann, und das kann man von Hartz IV. Es gibt wirklich preiswerte Sachen. Ja, muss auch auf den Preis gucken. Dann finde ich das schon in Ordnung und das ist nicht Armut. Für mich ist es keine Armut. Durchaus bedeutet Hartz IV Armut. Diejenigen, die Hartz IV beziehen, sind ja quasi mit Armut verbunden in dem Fall. Hartz IV ist eine soziale Absicherung, die für den Lebensunterhalt nach meiner Meinung nach reicht. Gleichwohl, Hartz IV prägt das Schicksal vieler Menschen in Deutschland. Auch die, die bei der Tafel in Marzahn nach Essen anstehen. Einmal pro Woche holen sich Janine und Toni Lebensmittel ab. Sie versorgen noch zwei kleine Kinder. Seit über einem Jahr leben sie von der Stütze. Die Spenden sind mehr als willkommen. Bitte. Zwei, drei, vier. Zwei. Zwei? Ja. Es tut mir einfach nur leid für meine Kinder, dass ich wirklich jedes kostenlose Angebot annehmen muss, damit ich meinen Kindern überhaupt irgendwas bieten kann. Unsere Kinder, die freuen sich über das ganze Obst, weil kaufen sie draußen mal eine Tüte Äpfel, das ist extrem teuer. Und so kriegen sie halt das und ohne das wäre der Kühlschrank leer. Bremerhaven, Stadtteil Lehe, ein sozialer Brennpunkt. Hohe Kriminalität, hohe Kinderarmut, fast jeder Dritte lebt hier von Hartz IV. So auch Sandra Akçin. Sie managt den Haushalt alleine und erzieht zwei kleine Töchter. Seit 6 Jahren kriegt sie Geld vom Amt, das reicht für das Nötigste zum Leben. Essen, Leben, alles klappt, es ist in Ordnung soweit, ne? Aber man hat halt keine weiteren Angebote. Ihre kleine Tochter ist krank, deswegen sei das mit dem Arbeiten schwierig, meint sie. Als Alleinerziehende habe sie es ohnehin schwer auf dem Arbeitsmarkt. Den Alltag versucht die 35-Jährige so gut es geht zu meistern. Ich gucke auch zum Beispiel mit Klamotten und sowas. Ich gucke nach Kleiderpaketen, die gebraucht günstiger sind, als dass ich jetzt halt nach H&M gehe und nach C&A und hast nicht gesehen, um da dann neue Klamotten zu kaufen. Natürlich mache ich das auch mal. Miete und Heizung zahlt das Jobcenter, darüber hinaus noch rund 1.000 Euro zum Leben. An Sparen ist gar nicht zu denken, viele Wünsche bleiben für Sandra Akçin und ihre Kinder unerfüllt. Hartz IV abschaffen, das fordert Berlins Regierungschef Müller. Er will Menschen, die schon lange arbeitslos sind, wieder eine Perspektive geben. Sein Vorschlag, der Staat soll gemeinnützige Vollzeitjobs schaffen. Es gibt ganz viel unterstützende Tätigkeiten im Schulalltag, in den Sekretariaten, über die Hausmeister, Unterstützung der Sportstunden, wo man mit Helfer einsetzen kann. Alles das entlastet ja auch das Fachpersonal. Es ist eine sinnvolle Tätigkeit. Es kommt der Gemeinschaft zugute. Ich glaube, da gibt es viele Betätigungsfelder. Geförderte Jobs für Hartz-IV-Empfänger. Wie kommt der Vorschlag an bei den Menschen in Marzahn? Also ich würde es begrüßen von Herrn Müller, dass er das anstrengt und dass es so sein soll, dass die Leute bitte was für tun sollen, dass sie hier eine Kinder Schmarotzer gibt's halt, ne? Hartz IV Schmarotzer. Sollen sie im Park gehen, sollen Papier sammeln? Ja. Auf der anderen Seite gibt's aber auch Jobs, die das machen müssen. Den nehme ich das ja dann wieder weg. Also für mich sind das billige Arbeitskräfte, das ist keine Lösung. Keine Lösung, ein würdevolles Leben ohne Hartz IV und Lebensmittelspenden, das erhoffen sich Janine und Toni. Ihr größter Wunsch, wieder eine Chance bekommen auf einen Arbeitsplatz, auf einen Weg aus dem sozialen Abseits.